Das Wertvollste im Leben ist die Zeit. Leben heißt, mit der Zeit richtig umgehen. Dies ist die Pierre Burton Show. Bruce Lee, chinesischer Superstar. Produktion 1892, am 9.12.1971 in Hongkong. Bruce Lee steht vor einer schweren Entscheidung. Er steht kurz vor dem Durchbruch in den USA, wo er demnächst eine erfolgreiche Fernsehserie bekommen soll. Aber hier in Hongkong ist er gerade als Superstar berühmt geworden. Wofür entscheidet er sich? Den Osten oder den Westen? So ein Problem hätten die meisten anderen Jungschauspieler sehr gerne. Hier ist die Pierre Burton Show. Wir senden aus den interessantesten Metropolen der Welt, diesmal aus Hongkong. Pierre hat heute einen ganz besonderen Gast. Er ist der persönliche Trainer von James Garner, Steve McQueen, Lee Marvin und James Coburn, denen er Karate, Judo und China-Boxen beibrachte. Der neueste Superstar der Mandarin sprechenden Welt. Man kennt ihn im Westen von seinen Auftritten in Batman, Die grüne Hornisse, Ironside und Longstreet. Er heißt Bruce Lee und er spricht nicht einmal Mandarin. Und hier ist Pierre. Also wie können Sie in mandarinsprachigen Filmen mitmachen, wenn Sie die Sprache gar nicht beherrschen? Meine Muttersprache ist eigentlich Kantonesisch. Und das ist ein ziemlicher Unterschied, was Aussprache und so angeht. Sie werden also synchronisiert? Sicher. Sie machen also nur die Mundbewegungen. Ist das nicht komisch, wenn Sie sich selbst sehen, aber die Stimme ist von jemand anders und das hier in Ihrem Heimatland? Nein, eigentlich nicht. Die meisten Filme auf Mandarin werden sowieso synchronisiert. E-synchronisiert? Ja, so oder so. Völlig egal, die werden einfach ohne Ton gedreht. Es macht also keinen Unterschied, verstehen Sie? Mit den Lippenbewegungen sieht das sehr seltsam aus, oder? Das ist genau das Problem. Kantonesisch klingt nun mal anders. Das ist eine andere Art zu sprechen als Mandarin. Ich muss also was finden, was halbwegs passt und es dann noch den Szenen und dem Ausdruck anpassen, damit es hinterher im Film auf Mandarin passt. Wie im Stummfilm. Das klingt wohl kompliziert. Aber ich denke mir mal, in Ihren Filmen ist der Dialog sowieso nicht das Wichtigste. Stimmt, da ist was dran. Für mich ist ein Actionfilm erstmal Action. Und da hält man den Dialog so kurz wie möglich. Bevor Sie selbst in Filmen gespielt haben, haben Sie sich da viele chinesische Filme angeschaut? Oh ja, habe ich. Und wie fanden Sie die? Also was die Qualität angeht, da muss ich schon zugeben, naja, die sind nicht ganz auf der Höhe. In letzter Zeit wird das Niveau höher und höher, da sehe ich schon eine Verbesserung. Und langsam erreichen sie ein Level, das ich Qualität nennen würde. Es heißt, ihr Erfolgsgeheimnis in diesem Film Big Boss, wirklich ein enormer Erfolg. Sie wurden über Nacht zum Star in Asien und als Experte für Kampfkunst haben sie natürlich alle Szenen selbst gespielt. Wie gefielen Ihnen denn die Kampfszenen in früheren Filmen, die Sie gesehen haben, als Sie noch nicht selbst ein Star waren? Also ganz zu Anfang war das gar nicht mein Ziel, überhaupt nicht. Ich wusste nicht, dass das, was ich mache, also Kampfsport, zum Film führen würde. Die Kampfkunst hat eine sehr, sehr große Bedeutung in meinem Leben. Als Schauspieler, als Kämpfer, als Mensch, alles, was ich weiß und kann, verdanke ich der Kampfkunst. Ich denke mal, nicht alle unsere Zuschauer können sich darunter was vorstellen. Erklären Sie uns mal, was Sie mit Kampfkunst meinen. Also Kampfkunst, das sind alle Kampftechniken. Wie Karate, Judo, chinesisches Kung Fu oder China-Boxen, wie immer Sie das nennen möchten. All diese Techniken, auch Aikido. Ich kann nicht alle aufzählen. Es sind Nahkampftechniken und unbewaffnet. Manche sind zu Sportarten geworden, aber andere überhaupt nicht. Da ist etwa Treten in Weichteile erlaubt, Finger in die Augen stechen und so. Kein Wunder, dass Sie Erfolg haben. Chinesische Filme sind ja voll von solchen Szenen, die brauchen so einen Kerl wie Sie. Ja, Gewalt, ja. Sie haben also alles selbst gespielt, ohne Double? Ohne Double. Können Sie so 5-6 Stücke Holz mit der Handkante oder dem Fuß durchschlagen? Na, da würde ich mir wohl Hand oder Fußball brechen.
Aber erzählen Sie mir doch ein bisschen. Sie haben also in Hollywood eine Schule aufgemacht für so Leute wie James Garner und Steve McQueen und so. Richtig, ja. Warum wollten die ausgerechnet chinesische Kampfkunst lernen für eine Rolle in einem Film? Nein, nicht wirklich. Die meisten kommen aus anderen Gründen zu mir. Sehen Sie mal, jedes Wissen ist letztendlich Wissen über sich selbst. Deswegen kommen sie zu mir. Darum geht es. Weniger um Selbstverteidigung oder jemanden zusammenzuschlagen. Sie wollen sich selbst durch Bewegung ausdrücken. Sei es Zorn, sei es Entschlossenheit, was auch immer. Also um es nochmal anders zu sagen. Meine Schüler bezahlen mich, damit ich ihnen beibringe, wie man Gefühle mit dem Körper ausdrückt. Das ist doch wie Schauspielern, oder? Oder zumindest etwas, was einem Schauspieler nutzen kann. Also ich würde mal so sagen, das klingt jetzt vielleicht so philosophisch, aber es ist spielerisch spielen oder spielen nicht zu spielen. Das ist mir zu hoch. Also was ich meine, da kommen mehrere Dinge zusammen. Hier sitzt der natürliche Instinkt und hier sitzt die Kontrolle. Beides muss man harmonisch miteinander verbinden. Wenn das eine überwiegt, dann bist du zu unrational. Wenn das andere überwiegt, dann wirst du plötzlich zu einem Roboter, kein Mensch mehr. Also man muss beides verbinden. Es ist also weder ganz natürlich noch total unnatürlich. Das Ideal ist unnatürliche Natürlichkeit oder natürliche Unnatürlichkeit. Yin und Yang. Da haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Einer Ihrer Schüler, James Coburn, hat in Our Man Flint mitgespielt, wo er Karate eingesetzt hat. Das hat er bei Ihnen gelernt? Nein, er hat das danach. Oh, nachdem er in Our Man Flint gespielt hat? Richtig. Eigentlich unterrichte ich kein Karate. Ich glaube nämlich nicht mehr an die Kampfstile. Ich glaube nicht daran, dass es die chinesische Art zu kämpfen gibt oder die japanische Art zu kämpfen oder was auch immer. Wenn wir Menschen uns drei Arme zulegen und vier Beine, dann werden wir auch andere Kampfstile entwickeln. Aber wir haben nun mal die Ausstattung, zwei Beine, zwei Arme. Und die verschiedenen Kampfstile und Techniken sehe ich nur als künstliche Unterscheidungen an. Jede davon hat ihre eigene Doktrin und die wird dann zum heiligen Evangelium, das nicht mehr geändert werden darf. Und wenn ich nun einfach sage, ich habe keinen Stil, ich bin hier als Mensch, ganz einfach, wie kann ich mich selbst ausdrücken? Und zwar ganz und gar. So kann man keinen Kampfstil entwickeln. Ein fester Stil ist ein Glaubensbekenntnis. Mein Weg ist eine andauernde Weiterentwicklung. Sie haben China-Boxen erwähnt. Inwieweit unterscheidet sich das von unseren Boxen? Na, zuerst mal setzt man auch die Füße ein. Das klingt interessant. Und dann natürlich die Ellbogen. Die Daumen vermutlich auch. Sie sagen es, ja. Sie setzen also alles ein. Das muss man doch. Sehen Sie mal, so drückt sich der menschliche Körper aus. Alles. Nicht nur die Hand. Wenn wir über eine Schlacht sprechen, wenn es um Sport geht, das ist jetzt was anderes. Im Sport braucht man Regeln, Einschränkungen. Aber wenn wir hier über richtiges Kämpfen sprechen... Keine Regeln. Keine Regeln. Wenn es ernst wird. Dann, mein Lieber, trainieren Sie am besten jeden Teil Ihres Körpers. Und wenn man schlägt, ich lehne mich mal etwas nach vorne. Ich komme hoffentlich keiner Kamera in die Quere hier. Also da muss die ganze Hüfte dahinter sitzen. Und dann sehr schnell muss man sein und alle Kraft reinlegen. Dann wird mein Körper zur Waffe. Ich würde Ihnen ja nicht gerne nachts in einer dunklen Gasse über den Weg laufen. Sie sind zu schnell für mich. Den Menschen. Zum Erfolg braucht er jedoch... Mut und Ausdauer. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen China-Boxen und dem, was die jungen Männer hier jeden Morgen um 8 auf den Hausdächern machen? Nennt man das nicht Schattenboxen? Das gehört zum China-Boxen eigentlich. Gehört dazu. So viele verschiedene Schulen und Wege gibt es. Es kommt mir so vor, als würden hier alle dauernd so machen. Das ist doch toll, das ist doch gut. Ich freue mich über sowas. Denn es zeigt, dass sich die Leute um ihren Körper kümmern, okay?
Das ist doch ein gutes Zeichen. Also, was Sie da sehen, das ist eine langsame Bewegungstechnik, die heißt Tai Chi Chuan. Ich spreche übrigens gerade Mandarin. Auf Kantonesisch heißt das Tai De Ke. Und Tai Chi ist mehr was für ältere Leute, nicht für die Jungen. Sie können mir doch sicher mal was zeigen, nur kurz. Also die Hände bewegen sich ganz langsam. Und dann rausdrücken, immer in einer Bewegung bleiben, beugen, strecken und wieder... Sie verstehen, das Wichtigste ist, immer in Bewegung bleiben. Erinnert mich an Ballett. Stimmt. Die Idee hinter Tai Chi ist, dass fließendes Wasser nicht schal wird. Also bleib immer im Fluss und du bleibst frisch. Was würden Sie sagen? Welche Ihrer berühmten Schüler, James Garner, Steve McQueen, Lee Marvin, James Coburn, Roman Polanski, war der Beste? Wer hat die orientalische Kampfkunst am meisten verinnerlicht? Also das kommt drauf an. Als Kämpfer, Steve McQueen, der ist wirklich gut. Der ist ein ganz fieser Hund. Der hat einfach diese Härte. Das habe ich im Film gesehen. Ich meine, er sagt, hier bin ich, okay, und dann geht er ran. James Coburn ist ein ganz friedlicher Mensch. Ich kenne ihn. Ja, Sie kennen ihn. Er ist ein total netter Mensch, ganz sanft und freundlich. Ja, das stimmt. James interessiert sich mehr für den philosophischen Hintergrund. Deswegen versteht er mehr davon als Steve. Das heißt, es ist schwer zu sagen, wer besser ist. Können Sie das nachvollziehen? Ich meine, es ist eben total verschieden. Es kommt darauf an, was einem wichtig ist. Das ist ja interessant. Ich glaube, bei uns im Westen waren die alten Griechen die Letzten, die diese Dinge zusammengebracht haben. Philosophie, Kunst und Sport. Im Orient scheinen alle drei Teil eines großen Ganzen zu sein. Okay, hör zu. Für mich ist Kampfkunst ein ehrlicher Ausdruck einer Persönlichkeit. Das ist das Schwere daran. Na klar, es ist leicht, eine große Show abzuziehen und anzugeben, wie ein Gockel herumzustolzieren und mich super cool zu fühlen. Das kann ich auch. Allen was vormachen, verstehen Sie? Und mir selbst noch dazu, ein toller Griff oder sowas. Aber um wirklich ich selbst zu sein, ganz ehrlich, und meine Persönlichkeit mit meinem Körper auszudrücken. Also das, mein Freund, das ist ganz schön schwierig. Und du musst trainieren dafür. Ich muss auf meine Reflexe achten, damit sie funktionieren, wenn ich sie brauche. Wenn ich mich bewegen will, tue ich das auch. Ich will es eben, nicht ein Millimeter zu wenig oder zu viel. Wenn ich schlagen will, tue ich es. Und wie? Okay, das sind die Sachen, die man trainieren muss. Eins werden mit Denken. Und dann... An der Uni von Washington hat er Philosophie studiert, falls Sie das glauben können. Nach dem, was Sie von Bruce vorhin gehört haben, können Sie es sich jetzt vielleicht doch vorstellen, wie Kampfkunst und Philosophie zusammenpassen. Ich habe gehört, dass Sie den Job als Kato, der Chauffeur in der Fernsehserie Die grüne Hornisse, nur deswegen gekriegt haben, weil Sie der einzige chinesisch aussehende Mann waren, der den Namen der Hauptfigur aussprechen konnte. Rich Ree. Das war natürlich nur ein Scherz. Allerdings ist das ein teuflischer Name. Und jedes Mal, wenn ich ihn aussprach, musste ich mich unheimlich zusammennehmen. Das ist ja noch eine ganz interessante Sache. Sagen wir mal, Sie lernen eine chinesische Sprache. Und Vokabeln lernen und Aussprache, das ist nicht das Problem. Was wirklich schwierig ist, ist die wahre Bedeutung hinter den Worten. Woher kommt das Gefühl hinter dem Wort? Was drückt es eigentlich aus? Anfangs, als ich in die Staaten kam und sah Weiße sprechen, da wusste ich nicht, verarscht er mich jetzt? Oder ist er nun echt sauer? Denn wir haben ganz verschiedene Wege, uns auszudrücken. Und das war wirklich schwierig für mich, verstehen Sie? Als ob man auf einmal unter fremden Wesen gelandet ist, wo ein Lächeln nicht mehr das bedeutet, was man gewohnt war. Und das ist ja so, oder? Selbstverständlich nicht. Erzählen Sie mir doch bitte über Ihren großen Durchbruch, als Sie in Longstreet mitspielten. Ich muss das den Zuschauern erklären. Also, Bruce Lee hatte eine kleine Nebenrolle in der Serie Longstreet und auf das Publikum bleibenden Eindruck gemacht. Wie war das doch gleich? Nun, das war so.
Der Titel der Episode, in der ich auftrat, hieß »Der Weg der unterbrechenden Faust«. Und sie war wohl deshalb so erfolgreich, weil ich als Bruce Lee darin auftrat. Als Sie selbst? Ich selbst, richtig. Und ich konnte mich eben, wie ich erklärt habe, ehrlich selbst ausdrücken. Einfach und ehrlich. Und ich denke mal, deswegen habe ich eine gute Kritik in der New York Times erhalten. Da stand also, ein Chinese, der war so überzeugend, der könnte seine eigene Fernsehserie bekommen und so weiter und so weiter. Wissen Sie noch, was Sterling Sullivan damals geschrieben hat, die wichtigsten Sätze? Er ist einer meiner Schüler, wissen Sie? Er auch? Ja, sicher. Bei Ihnen waren ja wirklich alle. Hier sind ein paar Zeilen, die Ihre Philosophie ausdrücken. Erinnern Sie sich noch daran? Na klar, ich sagte... Okay, das habe ich gesagt. Sie wenden sich an Longstreet, James Franciscus. Ich sagte, befreie deinen Geist. Sei formlos, ohne Gestalt, wie Wasser. Gieß Wasser in eine Tasse, es wird zur Tasse. Gieß es in eine Flasche, es wird zur Flasche. Gieß es in eine Kanne, es wird zur Kanne. Wasser kann fließen. Oder es kann tosen. Werde Wasser, mein Freund. So in der Richtung. Ja, das verstehe ich. Das leuchtet mir wirklich ein. Also zweierlei passiert jetzt. Erstmal haben Sie die ziemlich gute Aussicht auf eine Fernsehserie in den Staaten, die Der Krieger heißen soll. Ist das so? Wo Sie Kampfkunst im Wilden Westen einsetzen? Ja, das war die ursprüngliche Idee. Paramount, ich hatte ja Longstreet für Paramount gemacht und nun wollten die mir eine Serie geben. Andererseits wollten mich auch Warner Brothers für eine andere Serie. Und beide wollten eine Serie, wie soll ich sagen, beide wollen eine moderne Variante. Die denken, der klassische Western ist out. Aber Sie wollten den Western machen. Ja, das wollte ich. Wie hätte man denn sonst die ganze Kämpferei erklären sollen? Das Treten, Schlagen, die ganze körperliche Gewalt. Heutzutage rennt man doch nicht mehr rum und tritt oder schlägt die Leute auf der Straße. Denn wenn du das heute machst... Da interessiert man nicht, wie gut du bist. Aber auch die chinesischen Filme sind ja meist Kostümdramen und das Blut fließt in Strömen. Also ich meine hier in Hongkong, das stimmt. Ja, leider. Ich hoffe immer, dass die Filme, in denen ich mitspiele, einen Grund dafür zeigen, warum es zur Gewalt kommt. Egal, ob gerechtfertigt oder nicht. Leider werden die meisten Filme aber nur gedreht, um so viel Gewalt wie möglich zu zeigen. Sie wissen schon, eine halbe Stunde lang kämpfen, vom Schwert durchbohrt werden und so. Das ist ja faszinierend. Hier ist Ihr Mikrofon. Also ich finde es faszinierend, dass Sie zurückgekehrt sind. Naja, ich bin eben ein Kämpfer. Sie kamen also nach Hongkong zurück, als Sie gerade auf der Schwelle zum Erfolg in Hollywood standen. Und auf einmal, mit einem einzigen Film, werden Sie zum Superstar. Alle kennen Sie. Sie müssen Ihre Telefonnummer wechseln, werden auf der Straße erkannt. Und was machen Sie nun? Können Sie in beiden Welten leben? Sind Sie ein Superstar hier oder in den USA? Oder sowohl als auch? Lassen Sie mich erstmal was zum Wort Superstar sagen. Ich kann Ihnen genau sagen, warum mir das nicht gefällt. Denn das Wort Star ist nur eine Illusion. So nennt einen das Publikum. Man muss aber Schauspieler sein, kein Star. Ich fände es viel besser, wenn man mich einen Super-Schauspieler nennt. Viel besser als Superstar. Ja, aber Sie müssen schon zugeben, dass Sie ein Superstar sind, mal ganz ehrlich. Ich bin ganz ehrlich. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ja, ich habe Erfolg, okay. Aber ich sehe mich nicht als Star, so sehe ich mich wirklich nicht. Glauben Sie mir das? Ich sage das nicht etwa... Jetzt aber mal zurück zu meiner Frage. Was machen Sie als nächstes? Bleiben Sie in Hongkong und genießen Ihren Ruhm oder gehen Sie in die Staaten, um auf beiden Hochzeiten zu tanzen? Ich werde beides tun. Ich habe mich schon entschlossen. Ich glaube, dass in den USA mal ein Asiate, also ich meine einen wirklichen Asiaten,
Der muss jetzt mal endlich gezeigt werden. Das hat Hollywood garantiert noch nicht getan. Das kann man wohl sagen. Immer nur der Pferdeschwanz und das alberne Rumhüpfen mit Schlitzaugen, der ganze Kram. Das ist wirklich total daneben. Stimmt es, dass Sie erstmal die Rolle von Charlie Chans Lieblingssohn bekommen haben? Oh ja, der Lieblingssohn, ja, ja. Der Film wurde nie gedreht? Nein, nein, nein. Die wollten so eine Art chinesischen James Bond draus machen. Ach, wirklich? Also die Idee war, der alte Chan ist tot, Charlie stirbt und der Junge macht weiter. Aber dann haben sie ihn doch nicht gedreht. Dann kam Batman. Und in dem Moment wurde alles so... Sobald sie dabei waren, aber... Übrigens, ich war grottenschlecht in Batman, wirklich. In der Rolle gefallen sie sich nicht? Oh nein. Ich habe das gar nicht gesehen. Und ich möchte Sie gern nach den Problemen fragen, die ein chinesischer Held in einer amerikanischen Serie hat. Waren da Leute aus der Filmindustrie, die gesagt haben, wer weiß, wie das Publikum einen nicht-amerikanischen Helden aufnehmen wird? Ja, so eine Frage hat sich gestellt. Und deswegen wird wohl auch aus der Serie über den Krieger nichts werden. Oh, wirklich? Leider gibt es sowas auf dieser Welt. Wissen Sie, in einigen Ecken des Landes, es gibt schon Leute, die sagen, das ist eine riskante Investition. Und da kann ich Ihnen nicht mal böse sein, ich verstehe Sie. Denn auch wenn in Hongkong ein Ausländer daherkäme und wollte Star werden, wenn ich also der Kerl mit dem Geld wäre, da würde ich mir auch ein paar Gedanken machen, ob das wohl klappt, ob er akzeptiert würde. Aber das ist schon okay. Wenn ich mich nur ehrlich selbst ausdrücken kann, ist der Rest nicht so wichtig. Wie sieht das denn umgekehrt aus? Wäre es möglich, Sie sehen doch sehr schick und recht amerikanisiert aus, sind Sie für ein asiatisches Publikum nicht schon zu verwestlicht? Oh Mann, ja, ich habe das auch schon gehört. Man hat mich dafür sogar kritisiert. Wirklich? Oh ja, sogar sehr heftig. Dazu habe ich einiges zu sagen. Wenn ich chinesische Filme mache, bemühe ich mich, alles Amerikanische abzulegen, das ich mir in meinen 12 Jahren in den Staaten angewöhnt habe. Und wenn ich dann wieder in die USA zurückgehe, muss ich mich dort erst wieder eingewöhnen. Verstehen Sie, was ich meine? Sie sind wohl allen zu exotisch, oder? Genau so ist es, Mann. Immer versuchen alle, mich irgendwie reinzupressen, nur nicht zu exotisch zu wirken. Darf ich Sie fragen, haben Sie einen Stimmungsumschwung in den USA China gegenüber bemerkt? Hat die Politik Nixons mit der Annäherung an China Ihre Karrierechance beeinflusst? Naja, eigentlich war ich ja vor Nixon dran. Aber ich bin mir sicher, dass das Interesse an China wachsen wird. Verstehen Sie mich? Ich habe keine politischen Ansichten. Ich mische mich da nicht ein. Selbstverständlich. Ich frage mich nur... Ich meine, nach einer Öffnung China gegenüber kann auch mehr Verständnis für andere Sachen wachsen. Wenn man sich mit anderen vergleicht, erwächst ja auch für einen selbst etwas Neues daraus. Ich finde, dass wir in einer sehr interessanten Zeit leben. Denken Sie mal nur 40 Jahre zurück. Ich habe einfach den Traum, in einem amerikanischen Film die Hauptrolle zu spielen. Oder in einer amerikanischen Fernsehserie. Kann sein, dass ich nur träume, aber es könnte auch wahr werden. Empfinden Sie sich noch als Chinese oder doch mehr als Amerikaner? In erster Linie sehe ich mich als Mensch. Ich möchte nicht wie Konfuzius klingen, aber es ist doch so. Unter dem Himmel lebt nur eine einzige Familie und doch sind die Menschen alle unterschiedlich. Okay, wir müssen Schluss machen. Danke Bruce Lee, danke fürs Zuschauen. Sie sahen Bruce Lee in der Pierre Burton Show. Eine halbe Stunde Gespräche, Meinungen, Debatten.